Hallo und herzlich willkommen hier bei SB Media Group. Heute gibt es bei uns einen kleinen Mikrofonvergleich. Wir stellen euch die Mikrofone vor, die wir haben. Und da könnt ihr dann vielleicht auch einfach ein bisschen was dazulernen, was für ein Mikrofon für eure Situation, die ihr gerade beim Film habt, am besten passt. Wie ihr wisst, gibt es ganz viele verschiedene Mikrofontypen. Das reicht von Stereomikrofone über Mikrofone mit Kugelcharakteristik, Nierencharakteristik und mit einer Richtcharakteristik. Wir wollen heute auf zwei Mikrofonarten eingehen, die wir selber besitzen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und deshalb wollen wir auch über die reden. Und das sind einmal Richtmikrofone, da haben wir zwei Stück von Rode und einmal noch ein Mikro mit einer Kugelcharakteristik. Das ist hier das Lavalier-Mikrofon, das wir jetzt auch viel zum Filmen benutzen. Und da wollen wir euch einfach so einen kleinen Test geben, was diese Mikrofone eben können und wo wir sie einsetzen. Den ersten Mikrofontyp, den wir besitzen, wie gerade schon erwähnt, ist das Mikro mit der Richtcharakteristik. So ein Mikro, das ist in dem Fall ein NTG2 oder das VideoMic Pro, die haben einfach die Funktion, dass sie in einem sehr kleinen, gezielten Bereich auch über eine längere Distanz den Ton sehr gut aufnehmen können. Und so ein Mikrofon kann man zum Beispiel benutzen, indem man das oben auf seine Kamera drauf macht und dann gezielt den Ton zum Beispiel jetzt aufnimmt. Also anstatt, dass ich jetzt hier so ein Lavalier-Mikrofon, Ansteckmikrofon eben dran habe, könnte man da jetzt auch ein Richtmikro dran auf der Kamera dann eben haben, das ich benutze. Des Weiteren ist so ein Mikrofon auch sehr gut, wenn ihr zum Beispiel den Ton angeln wollt. Das heißt, wenn ihr einen Kurzfilm habt oder irgendwie einen anderen Film dreht, wo ihr dann eine Tonangel habt, könnt ihr da sehr gut den Ton gezielt von euren Schauspielern aufnehmen. Das Richtmikrofon eignet sich aber nicht so gut, wenn ihr zum Beispiel eine Person habt, die ihr filmen wollt und die redet und dabei am Herumlaufen ist. Da ist es dann einfach so, dass es sehr schwer ist, eben dieses Richtfeld, das das Mikrofon hat, zu treffen und dann einen hundertprozentig guten und auch lauten Ton zu bekommen. Und ebenfalls ist das Mikro nicht so gut geeignet, wenn ihr zum Beispiel eine Geräuschkulisse aufnehmen wollt. Da ist es dann immer so, dass ihr immer ein sehr gezieltes Geräusch aufnehmt, aber nicht so, sage ich mal, die Atmosphäre, die um einen herum so herrscht, aufnehmen kann. Noch ein letzter Punkt, wo das Richtmikrofon nicht so gut dafür geeignet ist, ist der, dass eben, wenn ihr eine Person aufnehmt und die eben im Hintergrund eine sehr starke Geräuschkulisse hat, dass die eben auch mit aufgenommen wird. Also wenn eine Person zum Beispiel vor einer Straße nimmt, müsst ihr schauen, dass ihr euer Richtmikrofon so ausrichtet, dass es nicht unbedingt noch direkt hinten mit auf die Straße zeigt, weil sonst die Autos und alles, was im Hintergrund ist, auch noch sehr laut mitgenommen wird. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir zwei Richtmikrofone. Das ist einmal das VideoMic Pro. Dieses benutzen wir, wenn wir auch solche Situationen wie gerade hier filmen. Da machen wir das einfach oben auf die Kamera drauf. Und da ich meistens sehr still stehe oder sitze, ist es eben so, dass ich eben die nicht aus dem Richtfeld verschwinde und wir so einen guten Ton bekommen. Und des Weiteren haben wir noch das NTG2, das ist ebenfalls ein Richtmikrofon, allerdings mit einer ein bisschen anderen Bauweise. Und es ist eigentlich so das klassische Angelmikrofon, das heißt, es baut ihr auf eure Tonangel drauf und angelt dann zum Beispiel den Ton von einem Schauspieler oder von jemand, den ihr interviewt, und können dann so gezielt immer auf den Mund euer Mikrofon ausrichten und den Ton auch wunderbar aufnehmen. Und das Gute ist da eben, dass ihr auch über eine größere Distanz das Ganze machen könnt. Das heißt, wenn ihr gezielt auf den Mund eure Tonangel ausrichtet, habt ihr mit einem Abstand von 2-3 Metern auch noch einen sehr guten Ton. Den zweiten Mikrofontyp, den wir haben, ist ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Das spreche ich jetzt gerade hier von dem Lavalier Mic, dem Ansteckmikrofon Rode. Und bei diesem Mikrofon ist es eben so, dass es eine Kugelcharakteristik hat, wie eben schon gesagt. Und das könnt ihr euch auch ganz plastisch vorstellen, dass es wie eine Kugel, sage ich mal, den Ton aufnimmt, also rundherum. Aber das macht es eben auf eine sehr kurze Distanz. Das heißt, umso weiter das Objekt weg ist, umso leiser wird auch der Ton. Das Negative an so einem Mikrofon mit Kugelcharakteristik ist, dass man sehr nah am Objekt oder an der Tonquelle dran sein muss. Das heißt, ihr seht hier das Lavalier Mic, das ist jetzt relativ nah am Mund bzw. Kehlkopf, das sind nur 20 cm Entfernung.
weil wenn das Mikrofon weiter weg ist, dann muss man das stärker pegeln. Und wenn man das eben stärker pegelt, ist es auch so, dass es sehr viel mehr Geräusche aus dem Umfeld mitnimmt, weil es eben, wie der Name schon sagt, Kugelcharakteristik im Bereich aufnimmt, das einer Kugel ähnelt und da eben alles aus jeder Richtung an Ton mitnimmt. Speziell jetzt hier bei so einem Ansteckmikrofon ist es einfach so, dass man auch mehr Aufwand hat. Das heißt, wenn ihr das Mikrofon mit reiben wollt, dann müsst ihr entweder ein Aufnahmegerät in der Tasche haben, das mit dem Kabel verbunden ist, oder wenn ihr das Audiosignal direkt in die Kamera einspeisen wollt, braucht ihr eine Funkstrecke, wenn ihr nicht ewig mit Kabel rummachen wollt. Und da ist man dann eben am Punkt, wo Zusatzkosten auf einen zukommen, weil es nicht einfach Plug and Play ist, wie bei so einem VideoMic Pro, wie wir das vorhin erwähnt haben, sondern man braucht halt immer eine Quelle oder eine Verbindung, wie man den Ton eben aufzeichnet. Das war jetzt einfach eine Übersicht über die Mikrofontypen, die es vor allem im Filmbereich gibt. Es gibt natürlich noch zig andere Mikrofone und nochmal Abstufungen, was die verschiedenen Mikrofone angeht. Und wir wollen euch jetzt noch eine kleine Empfehlung aussprechen, für welchen Bereich oder für welche Sache ihr welches Mikrofon am besten verwenden könnt. Und wenn ihr eben auf einer Suche seid nach einem guten Allround-Mikrofon, dann empfehlen wir euch so ein VideoMic Pro. Oder wenn euch das noch zu teuer ist, könnt ihr auch ein VideoMic Go oder das normale VideoMic nehmen. Die sind alle von Rode. Das Tolle daran ist, dass ihr die einfach oben in den Blitzschuhadapter eurer Kamera schiebt, die einsteckt, noch auspegelt und dann könnt ihr loslegen und filmen. Also das ist so das beste Allround-Mikrofon, mit dem ihr wahrscheinlich in vielen Situationen, wenn ihr einfach Run and Gun, das heißt Kamera raus und losfilmen, am besten bedient seid. Als zweites gibt es hier natürlich noch so ein Ansteckmikrofon. Das eignet sich vor allem für Leute, die eben filmen und bei denen der Anteil besonders auf dem Sprechen liegt. Also wenn ihr einen Sprechanteil von 75% plus habt, dann ist es sehr sinnvoll, so ein Ansteckmikrofon zu kaufen. Die gibt es auch schon ganz günstig. Ihr könnt die in euer Handy einstecken, mit dem Handy aufnehmen. Oder dann, wenn ihr auch später bereit seid, mehr zu investieren, so eine Funkstrecke zu kaufen. Das ist dann natürlich so das Nonplusultra. Und da seid ihr dann eben sehr gut ausgestattet, wenn ihr eben flexibel sein wollen, sich viel bewegen, bis zu 100 Meter weit weggehen von der Kamera und trotzdem eben noch einen guten Ton brauchen. Als letztes gibt es dann noch das Richtmikrofon, eben mit der Bauweise, dass es besonders fürs Angeln ausgelegt ist. Das eignet sich eben, wenn ihr Spielfilme oder Kurzfilme dreht, wo ihr eben nicht den Aufwand haben wollt mit dem Ansteckmikrofon, weil wenn man eben einen Kurzfilm dreht, also einen szenischen, soll man das ja nicht unbedingt sehen, das Ansteckmikro. Deshalb ist es eben dann ein extra Aufwand, das dann noch zu verstecken und kostet auch noch mal viel mehr, da das Zubehör zu kaufen. Wenn ihr dann angelt, braucht ihr natürlich auch noch Zubehör, das heißt eine Tonangel, eine Spinne, wo ihr das Mikrofon dann reinmacht und einen Tonmann, der natürlich die Tonangel hebt. Aber dieses Mikrofon ist dann natürlich sehr gut, wenn ihr eben solche Filme dreht und dann könnt ihr da eben sehr schön den Ton von euren Schauspielern angeln. Abschließend haben wir jetzt noch ein paar Testaufnahmen für euch, dass ihr euch einfach ein Bild machen könnt, was eben wir gerade erzählt haben, nicht nur Theorie bleibt, sondern dass ihr auch mal selber hört, was das heißt in der Praxis. Richtmikrofon, Kugelmikrofon. Dafür haben wir drei Szenarien. Einmal gibt es nur eine Atmo, also das heißt einfach das Geräusch, was so vorliegt. Dann einmal nur ich sprechend und ich bewege mich. Und dann einmal noch mich sprechend mit einer Geräuschkulisse im Hintergrund, sodass ihr einfach mal einen Überblick habt und auch selber hören könnt, was die verschiedenen Mikrofone machen. Das ist jetzt der Atmoton von dem kamerainternen Mikrofon. Das ist jetzt der Atmoton von dem VideoMic Pro, das heißt das Mikrofon mit einer Richtcharakteristik, das man aber mit dem Blitzschuh oben auf die Kamera machen kann. Jetzt hört ihr das Rode NDG2 und diesmal ist es ein reiner Atmoton, also ich bin jetzt ruhig. Jetzt habe ich hier das Ansteckmikrofon dran und da muss man noch kurz eins dazu sagen, bevor ihr die Atmo hören dürft. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel hören, weil das eben einen sehr kleinen Bereich hat, wo das Ton aufnimmt und da wird gar nicht viel Atmo drauf sein.
Das ist jetzt das interne Mikrofon, das heißt, ihr hört jetzt das Mikrofon von der Kamera ohne irgendwelche anderen Mikrofone. Hier hört ihr jetzt das VideoMic Pro und wie ihr hören könnt, ist es so, dass ihr bei Mikrofonen, die eine Richtcharakteristik haben, eben schon noch den Hinterton ziemlich präsent mitbekommt. Deshalb müsst ihr schauen, wenn ihr zum Beispiel so ein Richtmikro habt, dass ihr den Ton dann angelt, dann könnt ihr das Ganze minimieren und habt dann eben aber dafür einen sehr guten Ton. Das ist jetzt das Rode NTG2, also das Mikrofon mit einer Richtcharakteristik, wieder mit dem Fluss im Hintergrund. Hier habe ich jetzt das Ansteckmikrofon dran und wieder einen sehr starken Geräuschpegel, den Fluss eben im Hintergrund. Und wie ihr hören könnt, ist der Ton trotzdem noch sehr präsent, weil er eben sehr nah an meinem Kehlkopf bzw. Mund ist. Das ist jetzt das interne Kameramikrofon und wie ihr hört, ich laufe mal ein bisschen rum, da bleibt der Ton relativ konstant gleich laut. Das hat einfach den Grund, dass es kein gerichtetes Mikrofon ist, sondern dass es ein relativ großes Umfeld aufnimmt. Hier habt ihr jetzt das VideoMic Pro, also ein Mikro mit Richtcharakteristik. Und wenn ich jetzt einfach mal hier rauslaufe und in eine andere Richtung spreche, mich ein bisschen im Kreis drehe, ihr merkt, wenn ich eben aus diesem Feld, aus dieser Richtung, wo das Mikrofon hinzeigt, rauskomme, dann ist es auch so, dass man mich immer schlechter versteht. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe und sprich, da hört ihr mich gar nicht. Das heißt, ich muss immer direkt vor dem Mikro stehen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Hier haben wir jetzt noch das NTG2, wieder das Mikrofon mit Richtcharakteristik. Und wenn ich mich jetzt eben hier aus diesem Feld rausbewege oder wenn ich mich eben zur Seite bewege, merkt ihr, dass der Ton schwächer wird bzw. leiser, weil es eben diese extreme Richtcharakteristik hat. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das Mikrofon immer genau auf den Mund zeigt, wenn ihr eben mit dem aufnehmt. Ich habe jetzt hier das Ansteckmikrofon dran und das hat einfach den riesigen Vorteil, dass ich eben, egal wohin ich laufe und wohin ich schaue, immer einen konstanten Ton habe. Und das ist einfach sehr gut, wenn man gerade halt sich ein bisschen bewegt und dabei sprechen will und trotzdem noch einen sauberen Ton erhalten will. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Ihr dürft uns auch gerne kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Hier links geht es noch zu zwei anderen Videos. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und sagen Tschüss für heute.